Hansenstraße, hör mal, ich habe eine aufregende Chance für dich. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Tycoon einen Park mit Stadtmotiven bauen kann. All dieses Vergnügen, das einen Besuch der großen Stadt bietet und eine reichhaltige Palette an Attraktionen. Ja, und nun begrüße ich euch wieder hier zurück zu einem neuen Part von Rollercoaster hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute sind wir wohl in der Stadt. Ach, das ist alles hier gebaut so. Es ist kein einziges Objekt, sondern alles so ein bisschen gebaut, gebaut, gebaut. Ich mache mal kurz Pause, auch wenn wir kein Plus und kein Minus machen. Bekanntheitsstufen, alles mögliche hier. Hauptziel, das geht ja eigentlich relativ schnell. Flache Attraktion und Souvenirladen. Und dann hier, ach du Heilige, hier wird es ja jetzt schon langsam wieder hochwertiger. So, wir sind zwei flache Attraktionen bauen. Eigentlich ist das ganze Gebiet richtig, richtig nice. Also, eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist ziemlich nice so an sich. So die Stadt. Jo. Ja, für die Leute, die es interessiert, ja, wir haben es früh am Morgen. Ja, ich bin verrückt, weil ich die Nacht wieder fast durchmache. Ich habe davor zwar ein bisschen geschlafen, aber ja, ich bin dämlich. So, jetzt gucken wir mal. Das ein und da aus Ausgang. Schick, schick, schick. Machen wir mal hier so als Durchgang. Ich glaube, es wird ganz okay gut passen. Und ich habe jetzt mal, war jetzt langsam mal in der Überlegung, ob ich nicht mal irgendwie mit YouTube neu anfange. Es ist zwar jetzt so, what? Wenn sie will neu anfangen, ja, irgendwie schon, irgendwie nicht, irgendwie, ich weiß es nicht. Weil ganz so beautiful ist ja das nicht, was ich so alles hier auf YouTube mache. Und es geht natürlich noch viel, viel besser. Und die Sache ist eben, wenn ich jetzt besser werden möchte, ist es doch nicht gut, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt mache, weil was soll denn das bringen? Also der Sinn dahinter ist nicht zum Sehen, weil wisst ihr, was ich meine? Es ist zwar schwer zu erklären, so wie ich das erkläre, ist sowieso scheiße, sondern ich mache einfach gerade. Ich streng mich auch ein bisschen mehr an jetzt. Ich muss gerade gucken, wie nochmal das Drehen ging. Bin ich gerade ein bisschen bescheuert. Achso, okay, ja. Ich habe es hinbekommen. Nee, die Sache ist ja, ich streng mich ja jetzt langsam mehr auf YouTube an. Was Gaming jedenfalls angeht und Real-Life-Videos so. Und ja, wenn ich mich verbessere und meinen Videos allgemein so ein bisschen schlecht bekannt sind, kann ja nichts Gutes draus werden. Ist die große Sache. Die andere Sache, die aber jetzt nebenbei eben ist, wenn ich jetzt mit YouTube neu anfange, muss ich mir eine neue Community aufbauen, neuen Namen finden, und alles Mögliche. Das ist eben nicht ganz so simpel, ist ja die große Sache. Begeisterung gleich Auge. Gut. Achso, jetzt habe ich es kapiert. So, wir bauen mal schnell die zwei Souvenirläden, die wir sowieso bauen sollen. Das geht ja relativ gut. Warum bekomme ich jetzt um diese Uhrzeit noch eine Nachricht? Wir haben es gerade 0 Uhr irgendwas. 0 Uhr 17. Dann bekomme ich eine Nachricht. Also, da fragt man sich wirklich in manchen Köpfen, was geht da ab? Aber, okay, anscheinend nicht viel. Hier so mitten in die Stadt, die Souvenirläden, das glaube ich ziemlich, ziemlich nice. So zwei Stück. So. Haben wir die Hüte und einmal die Fingerdinger hier. Die sind, kommen eigentlich auch immer wieder gut an. Oh, Alter, das ist eine Brücke. Kann man über die Brücke drüber laufen? Es ist ja krank. Das ist richtig krank. Oh, nice. Nun, aber jetzt nochmal, um ins Thema zurückzukommen. YouTube Neuanfang. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich habe mir jetzt aber auch überlegt, ob ich einen Zweitkanal dann erstelle. Im Moment habe ich ja dann drei Kanäle dann. Den Real Life,
Also nicht den V-Live, sondern den Livestream, den jetzigen und wenn dann den neuen. So. Die Sache ist aber, was mache ich mit dem neuen? Der neue wäre aber genau das gleiche wie der jetzige. Der einzige Unterschied wäre dann nur, dass ich versuche, bessere Videos rauszubringen. Die Frage ist, bessere Videos heißt mehr Arbeit. Das heißt, ich kann nicht so viele Videos rausbringen, wie ich das jetzt mache. Und dann welchen Kontext? Was soll ich am besten mal bringen? In welchen... Wisst ihr, wie ich das meine? Wie sollte es aufgebaut sein? Wie sollte das sein? Wie sollte das gemacht werden? Und. Bringe ich da nur Real-Life-Sachen? Und was gibt es noch alles, was man so überlegen muss? Gibt es da viele Sachen, die man dann sich überlegen sollte, was und ja. Und da könnt ihr mir mithelfen. Ich habe schon überlegt, auf diesem anderen Kanal eben so welche Sachen zu machen, die ich eben nebenbei noch mache. Nebenbei mache ich ja noch hobbymäßig eigentlich mit so welche Sachen für Cayman, was man ja gesehen haben schon mal auf meinem Kanal. Und da bin ich jetzt gerade noch dabei, ein Video zu erstellen. Habe ich jetzt aus Langeweile mal wieder angefangen. Ja, und eben jemand anderes hat mich auch schon angefragt, ob ich nie Lust hätte, sowas zu machen. Die Lust ist immer da. Also da braucht man jetzt nicht sagen. Also fragen. Die Lust ist da, ja. Aber die Zeit ist immer so die große Sache. Wenn man die Zeit hat. Aber die Lust und Laune ist da. Ja, das Spiel hat sich gerade. Man hat ja sowieso viel auf irgendwas Lust und Laune. Mir fällt gerade ein Personal, müsste ich aber auch einstellen. Das wäre das Mindeste, wenn ich schon Bekanntheitsstufe und alles brauche, dass ich ein bisschen Personal brauche. Also Sanitäter mache ich jetzt mal nicht. Weil, brauche ich eigentlich nie so richtig. Und Toilette. Toilette ist natürlich auch noch wichtig. Die gibt es ja hier auch noch nicht. Da könnte man auch, wenn man Rohbau macht, so ein richtig geiles Toilettenhaus, glaube ich, so auch erstellen. Zwischen zwei Parkbänken. Warum auch nicht? Oh, ich nehme jetzt erstmal Geld ein. Oder auch nicht. Die Sache ist wirklich, sollte ich einen neuen Kanal erstellen oder auch nicht? Also es ist jetzt die Frage, die ich euch noch frage mit, weil Beeinflusser kommt. Oh, die will schon wieder. Das ist ja die mit dem Burger. Ich glaube, da sollten wir uns mal ranhängen wegen Bekanntheitsgrad. Dass wir da aufsteigen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, den zweiten Kanal mache ich mit Spielen wie PUBG, Battlefield und sowas. Eben Sachen, die ein bisschen besser ankommen. Und hier bringe ich eben nur so eine Art Simulations-Games, die ich sowieso schon die ganze Zeit bringe. Simulationen und das könnte man natürlich auch sagen. Und dann eben, ja, okay, ich bringe dann eben einmal im Monat, in der Woche mal davon ein Video raus. Das aber viel Arbeit bringt, was an sich auch qualitätsmäßig ein bisschen höher ist. Eben so die ganze Geschichte ist die Frage und das habe ich mir gerade erst spontan überlegt und so dämlich ist die Überlegung glaube ich auch nicht. Wir brauchen noch ein paar Attraktionen, weil sonst haben glaube ich die Leute keine richtige Lust hier reinzukommen, weil es irgendwie kein Elan gibt. Warum soll ich hier reinkommen? Ich glaube, das Ding zeigt richtig Elan, mal reinzukommen. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen Deko machen, weil das sieht ja auch die Leute an. So ein paar Zierobjekte. So, wir gehen ja langsam zu Weihnachten über. Nur noch 40 Tage bis Heiligabend. Boah, nur noch. Oder? Nee, 40 nicht mal. 39 oder ich habe glaube ich gestern ge gehört, dass es 40 sind. Das ist schon wieder so viel Zeit. Also nicht mehr so lange, dann. Ach nee, man darf gar nicht mal dran denken. So, Hitzekarte, Beeinflusser, wo ist denn der? Wir können das doch irgendwie eigentlich sehen. Sie war erfolgreich, okay. So, wir haben Stufe 2 erreicht. Das heißt, wir haben hier Beliebtheit, wir haben 15 Punkte.
Das Einzige, wir brauchen nur sechs Attraktionen. Für 200. Das sind ja jetzt erst 22 Monate, haben wir nur noch Zeit. Ja, Parkwerk, das kriegen wir hin. Und die Attraktionen, das kriegen wir auch hin, wenn wir die hinkriegen. Wir haben 1, 2, 3. 3 Stück. 4 müssten wir eigentlich haben. Ja, 4. Kriegen wir finanzenmäßig was hin? Also wir können uns ein Darlehen aufnehmen. Aber ich glaube, so weit unten sind wir auch noch nicht, dass wir uns ein Darlehen aufnehmen. Wir nehmen am besten noch eine Fahrt. Die, oh, hier, das finde ich, das will ich auch im echten Leben machen. Ist bestimmt so ultramäßig geil. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ist nur so dieses Trampolinspringen. Und das war richtig, ist eigentlich schon richtig geil. Und das habe ich noch nicht gemacht. Das kann ich mir auch so richtig nice vorstellen. Diese Riesenschaukel. Ach nee, Superflug. Nie Riesenschaukel, sondern Superflug. Ich möchte mir ja mal so ein Kleid dazu legen. Also es sind diese, ja, Kleider. Wie von diesen Paragleitern. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Da komme ich irgendwie jedes Mal nicht drauf. Und wenn ich sowas hätte, wäre es ziemlich geil, Videos davon zu machen. Würde ich jetzt persönlich finden. Wenn so welche Videos zu sehen, wenn man persönlich dabei ist, ist es richtig geil. Also wenn man dort mitfliegt oder so, wir kriegen Plus, das ist schon nice. Überlegt man, ich habe das schon mal gemacht, in der Luft zu fliegen und oh, das ist, oh, ich finde es geil. So, Parkeinkommen. Naja, hier. Das nimmt was auf. Ein, nie auf, sondern ein. Das ist eigentlich recht gut. Fast um die 1000. 200 nur. So ein bisschen an den Preisen rumgeschraubt. Was ist mit der Toilette? Nimmt die, die macht minus 33. Nicht viel, nicht wenig minus. Ich will nachschauen, wo der Mechaniker steckt. Ne, das machen wir doch mal gerne. Den, sag mal, Kleiner, wo bist du, du Spinner? Geht spazieren. Ach nee, da ist er. So, Parkwerk sind wir ja eigentlich recht gut. Wir sind bei 44.000. Wir machen Plus. Wir holen uns die Leute rein. Wir müssten noch 20 Monate. Sind aber nur noch zwei Attraktionen, die wir bauen müssen. Da geht das noch. Ich finde den Ort richtig nice. Also den noch mal so zum Freibauen, dann geil. Das Ding möchte ich noch gerne bauen. Den Drop-Turm. Also, da fehlt mir aber im Moment noch das Geld. Oh, Familienvlog. 100 Follower. Hört mal her, Kinder. Vom mach ich Urlaub. Die macht ziemlich lange Urlaub. Familienspaß haben wir. Zwei flache Familienakt. Ob wir die haben, weiß ich gar nicht. Also ich könnte natürlich jetzt wieder das hier ganz schnell beenden, die Runde, aber ich habe gerade Bock, doch noch ein bisschen ordentlicher zu bauen. Deswegen warte ich mal, bis wir das Geld für diesen Dropzone haben, weil die möchte ich gerne noch mitfahren. So, da ich an diesem Part leider noch das Ding hier fertig bekommen möchte, ich nehme ein Darlehen auf. Weil es klappt einfach gerade nicht anders. Ich mache hoch, minus, hoch, minus, hoch. Muss nämlich auch noch den hier bauen, weil Parkbewertung und Parkschönheit, Schmutzigkeit, alles hin und her. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal, weil ich möchte unbedingt das Ding bauen. Ich will einfach noch mal wissen, was das eigentlich war. Deswegen wir spielen weiter, weil ich möchte gerne auch die Nebenquests, sage ich jetzt mal, noch hier schnell machen. Das sind ja noch mal 30 Punkte, 50 wäre. Der Parkwert 50.000, das kriegen wir auch noch schnell hin. Hier nochmal ein paar kleine Attraktionen. Und dann ist der Part natürlich auch schon wieder vorbei. Also schon wieder, dass wir das in einem Part wieder hinbekommen haben. Ist natürlich ein Wunder. Wir haben zwar über YouTube immer live geredet, was bei Rubik gestanden hat. Und ja, wie gesagt, was haltet ihr davon, wenn ich nochmal halb neu anfange mit YouTube? Ist das eine gute Entscheidung? Ist das eine schlechte Entscheidung? Oder wie sieht denn das aus? So, wir müssen jetzt bei 8 sein. Zwei Attraktionen noch, theoretisch.
Schau, dass wir es nicht runterbauen können, das war irgendwie lustig. Ach du Scheiße! Das Ding hier oben. Ho. Warum geht das so nicht? Also wegen dem neuen Kanal, dass eben nochmal die anderen Videos eben auf den neuen Kanal bringen würde, ist so auch die Überlegung wert, finde ich jetzt. Also nächstes Jahr wollte ich ja Gamescom wieder fahren und sowas, dass man eben die ganzen Sachen eben auf diesen Kanal bringt. Die Frage ist nur, wie nenne ich mich? Menzi gibt's, es gibt Man of the World, gibt's schon den Kanal und ja, es ist, wie nenne ich mich, ist die große Frage. So, jetzt müsste eigentlich der ansehen. Oder fehlt eine Attraktion? Ah, also 50.000, okay. Es fehlt anscheinend noch eine Attraktion. Okay, gut, dann machen wir die noch schnell. Machen wir hier so eine kleine Attraktion. Ja, natürlich die kleinste von allen habe ich natürlich jetzt wieder ausgewählt. Wie gesagt, ich mache das eigentlich wieder so ein bisschen schnell fertig. Ich mache noch mal ein bisschen spielen, weil ich möchte die eine Sache möchte ich jetzt noch fertig bekommen. Ganz gerne. Oder nicht fertig bekommen, sondern möchte hier gerne mitfahren. Funktioniert leider nicht so richtig. Aber es geht schon los, Mensch. Ich würde gerade vorspulen, aber es hat wohl schon voll geklappt. Gut. Es geht das erstmal hier hoch oder was? Ja gut, so hoch ist es natürlich auch hier nicht. Und auf den neuen Kanal würden natürlich auch keine Braunkohle-Videos kommen. Das sollte auch fest sein, weil die würden, glaube ich, den Kanal richtig vernichten. So. Schön nach unten gucken, horrormäßig. Das Ding ist bitte nicht schon kaputt. So was hab ich ja gemacht, den größten Freefall Tower Europas, Heidepark. Ob ich Angst hatte? Scheiße, ja, aber du hattest keine Zeit zum Schreien. Das war ja... Oh. Also ob ich das nochmal machen würde, gleich danach ja. Wahrscheinlich. Jetzt, nein. Weil, ey, das ist einfach Horror. Das war's schon? Oh, war es langweilig. Jetzt glaube ich, das hier sogar noch besser. Nee, aber das... Och nee, das kannst du gar nicht beschreiben, was das für ein... für ein Drop ist. Das sind ja, glaube ich, 100 km/h gewesen oder so. Oh. Das im Liegen? Geil. Oh. Naja, gut, Leute, da würde ich sagen, verabschieden wir uns hier auf dieser Achterbahn, weil ich glaube, noch langweiliger kann es hier leider nicht werden. So, das Ding hätten wir auch noch öffnen können. So, ja, gibt ja nichts Interessantes. Und wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr immer, was ihr wollt.